Go Buster! Buster und seine Freunde sind wieder in der Schule. Sie erzählen sich, was sie in den Sommerferien gemacht haben. Buster freut sich sehr darauf, allen von seinem Haifischzahn zu erzählen. Aber zuerst erzählt Scout allen, was sie über den Sommer gemacht hat. Scout hat zum ersten Mal gesurft. Es war so cool. Da war eine Welle, die total riesig war. Aber Scout hat trotzdem auf ihr gesurft, ohne runterzufallen. Und es war so schnell. Juhu! Wow! Scout hat so eine coole Geschichte erzählt. Was ist denn mit Buster los? Oh, er glaubt, dass seine Haifischzahngeschichte nicht interessant genug ist, nun wo Scout ihre Geschichte erzählt hat. Buster wird jetzt allen erzählen, wie er den Zahn bekommen hat. Buster erzählt ihnen, wie er in einem tiefen, dunklen Wald auf Entdeckung ging. Er war voller Tiere und Monster, aber Buster sagt, dass er gar keine Angst hatte. Aber dann stand Buster plötzlich vor einem Dinosaurier. Aber der Dinosaurier hatte Zahnschmerzen. Buster zog seinen schmerzenden Zahn raus, damit er sich wieder besser fühlt. Oh je, Bandit glaubt, dass Buster nicht die Wahrheit sagt. Er konnte nicht wirklich einen Dinosaurier getroffen haben. Dinosaurier sind ausgestorben. Buster gibt zu, dass er die Geschichte ein bisschen abgeändert hat. Es ist kein Dinosaurierzahn. Es ist ein Haifischzahn. Buster dachte, das wäre nicht interessant genug. Aber Scout meint, dass Haie viel cooler sind als Dinosaurier. Los, Buster, erzähle die Geschichte nochmal. In Wahrheit ging Buster zum Strand. Aber seine Freunde wollen beim Erzählen helfen. Bandit glaubt, dass Piraten in die Geschichte gehören. Es macht viel Spaß, sich etwas auszudenken. Buster sagt, dass er und der Pirat einen Hai am Strand gefunden haben. Er hatte Zahnschmerzen. Und sie entschlossen sich, ihm zu helfen. Scout meint, dass eine freundliche Biene auch in die Geschichte gehört. Cool! Die Biene half dabei, den Zahn zu ziehen. Und dann spielten sie alle Fangen damit. Und dann spielten sie den ganzen Tag am Strand. Was für eine tolle Geschichte sie sich zusammen ausgedacht haben. Es macht so viel Spaß, die Vorstellungskraft zu nutzen. Vor allem mit Freunden.